Yo, hallo Tetricum YouTube, schön euch wieder begrüßen zu dürfen. Nach sehr, sehr langer Zeit kommt mal wieder ein Scam-Video. Es ist gerade bei mir aktuell 3:11 Uhr, also 11 nach 3 am Morgen. Ich habe den ganzen Tag verpennt, weil es mir mit dem Kreislauf nicht so gut ging. Ne? Das ist jetzt so 1,5 Tage lang, wo ich viel getrunken habe. Keine Ahnung, was da los wäre. Aber der Grund, wieso ich jetzt noch wach bin. Und warum ich mich überhaupt wieder angezogen habe, ist, ich habe vorhin den PC aufgedreht, kurz mal, um zu gucken, weil ich gehört habe, es gab ein neues Scam-Update, ne? Ja. Und auf einmal sehe ich so bei Steam in den ganzen Patch Notes drin, es kam ein neues Gebäude in Scam dazu. Und das neue Gebäude in Scam hätte ja schon, glaube ich, vor einem Jahr oder so erscheinen sollen. Es war sogar schon auf der Karte eingezeichnet früher, oder war es sogar vor knapp 2 Jahren schon geplant. Es ist das wohlersehnte Krankenhaus jetzt drin in Scam. Ich bin heute auf meinem eigenen Server unterwegs, aber mein eigener Server ist nur zum Testen da und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wer den Server weiter bezahlt hat. Ich definitiv nicht. Auf den war ich schon, keine Ahnung, seit einem Dreivierteljahr, Jahr nicht mehr drauf. Ich weiß, dass damals ein Kollege von mir den gemietet hat, um das Spiel zu testen. Also zwei Kollegen damals. Okay, da ist schon der erste Eingang. Was krank. Wie groß ist denn das Krankenhaus? Okay. Es sind generell neue Häuser dazu gekommen. Ja, nee, wie gesagt, auf alle Fälle, genau aus dem Grund bin ich jetzt eigentlich wieder wach und wieder aus dem Bett rausgekrabbelt und habe mich extra angezogen fürs Video. Ich habe ja heute einen Termin um 13 Uhr und extremst wenig geschlafen. Ja, okay, ich würde mal sagen, die Gebäude da unten, die gucken wir uns mal später an. Fahren wir jetzt mal Richtung Krankenhaus. Das Krankenhaus müsste eigentlich am Berg oben sein. Das sind nur kleine Städte, so kleine Häuser. Finde ich gerade nice, ne? Endlich, ey. Ja, ich habe da danach ja in der Horrorstelle, also bei dem Halloween-Haus. Und ich wollte eigentlich noch einen Abschnitt machen zum Krankenhaus, aber da wurde ja das Krankenhaus noch nicht reingepatcht, ne? Ich hatte damals eine Scum-Map gesehen, wo die Scum-Map schon erweitert wurde, inklusive mit dem Krankenhaus, das eingezeichnet wurde. Tja, nur da war das Krankenhaus da leider nicht, doch nicht da. Und jetzt ist es ja nicht da. Jetzt bin ich gespannt, ob ich da überhaupt richtig bin. Ich bin jetzt gerade zum ersten Mal hier. Alter, wie viele Zombies sind denn hier? Egal. Park das Auto hier jetzt her. Ach komm. Hab nur ein paar Infektionen. Ich bin jetzt im Krankenhaus, ne? Ja, gucken wir uns das Krankenhaus mal an. Mein Auto steht irgendwo rechts hinten. Spinnst du? Ist mir egal. Jetzt das Krankenhaus sehen. Okay, da kann man mal nichts durchsuchen, oder? Nö. Da ist es mal leer. Ja, ich kann passieren, ne? Da ist eine offene Tür. Da ist ein bisschen Blut, ein Gummiring. Okay, ich finde mal ein Gummiband. Hilfe. Das sieht schon sick aus, ne? Wäre jetzt doch lustig, wenn man sich da drauflegen könnte am Gynäkologenstuhl. Oh!
Stoffwürze sehen jetzt auch anders aus, die haben sich verändert. Painkiller, also Stoffwürze nehme ich nicht mit. Painkiller nehme ich mit. So, kann ich mich mal schnell behandeln, so gut es geht. Zack, zack, zack. Oh. Oh, was liegt denn da? Liegt ein Verband? Sogar auch einen, den man brauchen kann, ne? Ah. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie lange das Video dauert, ne? Ja, ich guck mir jetzt wirklich das komplette Krankenhaus an. Klar, wird ein bisschen was gecuttet natürlich, ne? Ist es nicht so, dass ich jetzt alles instant sage. Oh, ein Tourniquet. Rasier, Dings, Bums. Nochmal. Also, hier könnte man auch was Schönes drehen, in Anführungszeichen, ne? Ich bin mal gespannt, wie die Location abends aussieht. Also im Dunkeln. Ey. Ich meine, ich werde bestimmt jetzt nicht der Erste sein, ne? Der ein Video von der Location postet. Aber vielleicht habe ich da Glück und ich bin der erste Deutsche, der das Video vom Krankenhaus postet. Gibt noch genug andere Scum-YouTuber, ne? Oder beziehungsweise auch Scum-Streamer, nicht nur YouTuber. Erstens mal alles gründlich durchsuchen. Küchenmesser, ne? Küchenmesser brauche ich nicht. Es ist, im Moment ist es auch ziemlich ruhig hier im Krankenhaus. Blada. Okay, da ist schon der Erste. Zack. Zack. Da sind noch ein paar mehr. Was war es mit dir? Okay, da liegen auch noch ein paar Leichensäcke rum. Passieren, okay, man kann sich aufs Bett legen. Okay, wenn man Lumpen braucht und eventuell vielleicht mal eine Gehhilfe, ne? Dass man hier richtig ist. Wäre jetzt irgendwie makaber, wenn man die Leichen durchsuchen könnte, oder? Ich meine, mir wird's. Ja, nee, ich sag nichts. Ich wollte gerade sagen, mir wird's gefallen, aber. Ja. Kommt vielleicht ein bisschen zu heftig rüber. Bienenpollen. Willen. Okay, die Tür kann man nicht schließen. Alter! Rollstuhl. Weißt du, es wäre ja in Anführungszeichen schön, wenn man da auch jetzt gar mit dem Rollstuhl fahren könnte und sich nicht nur drauf ausruhen, ne? Man ist doch bestimmt zwar nicht schnell unterwegs, aber ja. Ah, okay. So, der eine Tür. Zombies? Lebt er noch? Ist er noch hier? Nö. Ach, die Bienenpollen, die braucht man eigentlich nicht, ne?
Außer es gibt schon eine Funktion dafür. Dann wäre es doch noch interessant. Masken. Kleber. Für was braucht man Kleber im Krankenhaus? Warum loote ich eigentlich die ganzen Sachen hier? Liegt vielleicht daran, dass ich sehen will, was es hier alles gibt, ne? Hallo? Öffnet die Tür nicht. Öffnet Bernhard die Tür nicht? Doch, jetzt? Lol. Nö, er öffnet die Tür nicht. Ja, es hat vielleicht mal eventuell, ne, vielleicht mal Antibiotikum essen, wenn ich welche hätte. Oder vielleicht nicht so sprinten. Hier ist sowas auf der Art wie eine Bücherei oder so. Die Türen kann man nicht öffnen. Klar liegt hier eine Leiche. Okay. Die Treppen kann man nicht normal hochlaufen. Da bleibt man stecken. Aber what the fucking hell? Die Human Skull. Human Skeleton, okay. Das Krankenhaus sieht aber noch sehr schön aus, ne? Okay, eine Trainingshose. Da liegen Antibiotics. Okay, alle vielleicht nicht essen. Aber, wie sind da drin? 22 insgesamt, ne? Ich glaube, bei so vielen Verletzungen, ich glaube, bei 6 Infektionen, brauchst du, glaube ich, sogar immer auch 6 Antibiotikum. Damit alle Infektionen verschwinden, soweit ich das mitbekommen habe. Painkillers kann man immer mitnehmen. Es gibt zwar momentan, wie man sieht, wenig Schränke zum Looten. Aber. Tja. Vielleicht ist sogar der Loot noch ein bisschen angepasst hier. Also nicht nur der Loot, auch. Also. Doch. Eigentlich der Loot, ja. Dass es mehr Medikamente vielleicht hier zu finden gibt, beziehungsweise Bandagen. Medikamente findet man in Anführungszeichen ja genug, ne? Der ist leer. Okay, da geht die. Ah, okay, von da bin ich ja gekommen. Ach! Nö. Dachte mir, das ist die Tür, die nicht aufging, ne? Irgendwie auf eine Art und Weise ist das Krankenhaus schon ein bisschen gruselig aufgebaut, ne? Aber auf der anderen Seite ist es wieder, ja, was soll ich sagen, komplett farbenfroh eigentlich. Ja, farbenfroh kann man auch nicht sagen, aber es sieht auf einer Seite nicht so gruselig aus, aber auf der anderen Seite doch wieder. Es ist irgendwie komisch, ne? Da kommst du in solche Räume rein. So am Dachboden, da guckst du, und da sieht es halt eben wieder gruselig aus, ne?
Aber rennst du durchs restliche Krankenhaus durch, ne? Es ist einfach ja wieder ganz normal. Und die ganzen Schränke hier. Turnkey. Also auf alle Fälle, es lohnt sich, wie man sieht, wahrscheinlich den Dachboden zu looten. Wenn man da oben ist. Es gibt hier sogar Waffen und Klamotten, eine Truckerjacke. Also, wenn das nicht irgendwie... Keine Ahnung, wie ich das jetzt beschreiben soll. Aber wenn das nicht irgendwie so ein neuer PvP-Ort werden wird, weiß ich es auch nicht. Ich meine, guck mal, man kann sich hier extrem gut verstecken. Hinter jedem Schrank, hinter jeder Plane. Oder alles, was da halt hier eben abgedeckt ist, ne? Kann sich hier überall verstecken. Ne Bikerjacke, warum habe ich überhaupt die ganzen Sachen mit? Ach, Lumpen. Ah, ich kann ja die Lumpen auch bündeln, dann brauche ich wieder weniger Platz. Bin ich mal gespannt, wie viele ich da insgesamt mitnehmen kann. Warum nehme ich überhaupt die Lumpen mit? Ich bin Admin auf dem Server. Es ist ja auch mein Server. Ich könnte eigentlich alles spawnen, wenn ich will. Ja, ich bündel das Ganze jetzt, lass das jetzt da liegen. Brauche ich ja nicht wirklich. Wichtig sind halt die Verbände und so, ne? Aber wie gesagt, die Stofffetzen, die haben ein neues Logo bekommen. Also die sehen anders aus. Der Charakter muss pinkeln. Die Jacke nehme ich trotzdem mit. Auch wenn ich mir die Jacke spawnen könnte, aber die nehme ich trotzdem mit. Ja, lass ich die mal schnell pinkeln. Ja, nee. Auf alle Fälle, momentan der Loot hier oben, ne? Spitfire-Jacke, der sieht gar nicht mal im ersten Moment, ne? Wohlgemerkt, ne? Sieht da gar nicht mal so schlecht aus. Ich meine, man findet viele, viele Fetzen. Man braucht Lumpen und Stofffetzen. Die braucht man oft genug für irgendwas, ne? Ja, dann. Nadel braucht man auch oft genug. Dann fährt man einfach hierher und lootet. Werkzeugkiste, eine kleine noch dazu. Findet man in einem Krankenhaus. Und die Schlappen hier. Nee, wobei die Schlappen sind egal. Eine erste Trainingsjacke. Das ist ja eigentlich auch so ein Teil, was ich extrem selten gefunden habe, ne? Weil ich mal vorhatte, mich weiß einzukleiden. Wie viele Stofffetzen man hier findet, ne? Lederrucksack. Ich meine, ich loote jetzt gerade alles durch, ne? Aber das extra nur fürs Video, ne? Da gibt's auch einen Turm hoch. Eine Zwangsjacke. Egal, jetzt gucke ich mal nicht da gerade so alles so gründlich durch. Ich laufe hier mal da den, ja, den Spiralenturm hoch. Ah, okay, ja, gut. Ich dachte mir, man könnte da jetzt irgendwie weiter raus oder so. Oder hoch. Legt doch eine Pistole.
Ich habe jetzt echt gehofft, dass wir da jetzt noch weiter hoch können. Oder zumindest irgendwie rausgehen bei dem Turm. Aber kann man halt eben nicht. So. Ja, dann gehen wir da weiter oder laufen. Alter Verwalter. Ja, auf alle Fälle, ihr seht schon, man kann hier alles durchsuchen. Man kann das komplette Krankenhaus von oben durchlaufen. Ich nehme jetzt schon wieder 22 Minuten auf, ne? Bin noch nicht mal durch das ganze komplette Krankenhaus durch. Okay, hier geht's wieder runter. Ins Krankenhaus. Ach, ich bin im Kreis rumgelaufen, okay. Jetzt ist die Frage, war ich hier schon oder war ich hier noch nicht? Doch, da war ich, da liegen Sachen. Ah, was steht da? Lecture Hall, Wards, Wards, Wards. Was ist Lecture Hall? Ja, da kommt man. Ja, da kommt man leider nicht rein. Und dann laufe ich wieder da hinten hin. Stimmt, da waren wir, sind wir in den Raum, ne? Also, eigentlich, ich bräuchte auf der anderen Seite gar nicht gucken da, ne? Da ist. Ja. Da ist das gleiche einfach. Okay, da runter hüpfen will ich nicht wirklich. Hüpfe ich da runter. Ausdauer tanken. Aber jetzt gehen wir mal bei der anderen Tür rein. Yep. Laufen wir mal die andere Seite so durch. Da steht auch schon ein Kleber. Anfangs dachte ich wieder echt, es sind hier mehr Zombies. Jetzt habe ich bestimmt endlich wieder verschrien, ne? Jetzt kommen bestimmt gleich wieder welche. Lecture Hall, Crate Hall, Library, Sugary. Ah, okay, da drüben ist die Bibliothek. The Great Hall ist die große Halle, Lecture Hall, keine Ahnung, was das heißen soll. Aber unter mir ist Sugary, also spricht der... Ist das vielleicht der OP-Saal? Operationssaal auf Deutsch? Sugary? Bin mir jetzt nicht sicher. Laboratory, Sugary. Ah. Okay, okay, okay. Also X-Ray. Deppt irgendwas, bla bla bla. Ist wahrscheinlich MRT. Beziehungsweise CT. Glaube ich. CRT, CT. Also MRT, glaube ich, heißt das andere noch schnell. Bin schon so vergesslich, ne? Ich habe schon so lange mit dem nichts mehr zu tun gehabt, ne? Also CT oder MRT, beziehungsweise Röntgen. Ich glaube, X-Ray ist, glaube ich, Röntgen, Röntgenzimmer. Dann hast du die Anästhesie. Oder so, glaube ich, heißt das auf Deutsch. Sugary und Laboratory. Also drüben ist das Labor und da ist Operationssaal, Röntgen und Anästhesie, glaube ich. Oder eben Unfall-Erstversorgung, wie man es auch nennen mag. Okay. Ja. Gehen wir hier mal durch. Okay, hier wurde schon mal operiert. Denke ich mal. Ah, das sind ja neue Röntgenbilder. Ja, Unterschenkelknochen mit Fußknochen oder Vorfußknochen, wie man es so schön sagt. Wirbelsäule mit Kopf. Oh. Eieieiei, ungesunder Bruch. Wenn die Elle bzw. die Speiche beim Handgelenk gebrochen ist. Aua. Komplizierter Bruch könnte das sein. Will man nicht so gern haben. Ja, Wirbelsäule und Kopf. Also Frontalkiefer, Genick von der Seite und von hinten der Hinterkopf. Ja, also ich wünsche niemanden, der... Ich wünsche keinen so einen Bruch, wie hier abgebildet ist. Wenn das Handgelenk bricht bei Elle und Speicher. Wie gesagt, kann ein ziemlich komplizierter Bruch sein, ne?
was nie verheilt, oder man kann das Handgelenk dann hinterher nicht mehr bewegen. Kann alles passieren. Also ich würde jetzt keine Angst machen oder so, aber ich kenne den Kollegen, dem das passiert ist. Er konnte sein Handgelenk nicht mehr bewegen. Er konnte nur noch mehr die Finger so bewegen und das war's. Er konnte es nicht mehr so machen, gar nichts mehr, weil er sich genau den Knochen gebrochen hat. Da konnte er auch nicht mal mehr abbiegen, also so, es ging in gar keine Richtung mehr. Sein Handgelenk war steif, er konnte nur die Finger bewegen. Ja, da war dasselbe Bild nochmal, weil es so schön war. Deswegen sage ich ja, so Brüche können ziemlich kompliziert sein. Und ich wünsche niemanden so einen Bruch. Ja. Schade, dass die Räume aber nicht beschriftet waren, was jetzt genau was ist. Also, der eine Raum war hundertprozentig der OP-Saal, das hat man schon gemerkt. Also, wo waren die jetzt? Hier, genau. Also, das ist definitiv der OP-Saal, schon allein an die Lichter, was hier oben hängen. Aber ich finde es halt trotzdem schade, dass sie nicht so beschriftet sind, ne? Hier noch ein schöner Vorgarten mit dem kaputten Fenster. Okay, hier gehen wir wieder raus. Habe ich da gerade einen Zombie gehört? X-Ray, achso, genau, das sind die Röntgenzimmer, wo die Röntgenbilder sind, ne? Also nicht nur Röntgen. Sieht eher aus, als wäre hier die Anästhesie. Oder so. Ich hole schon sich jetzt aber mal mein Katana raus. Alter, was sind das für dicke, massive Türen? Alter Scholje. Emergency Admission. Okay, ein paar Sachen kann ich ja doch noch aussprechen. Auf alle Fälle laufe ich jetzt hier im Garten rum. Okay, Toiletten. Ja, eine Werkstatt. Gut. Also Werkstatt ist nichts mehr Neues hier, ne? Das ist aber, glaube ich, nicht wirklich, glaube ich, der Haupteingang. Patienteneingang. Deswegen steht auch Patient Entrance. Also hinten war so der Admin-Eingang oder so. Oder Mitarbeitereingang. Irgendwie so ähnlich. Ja. Hat man ein bisschen an meiner Sprache heute, merke ich so, ne? Das ist der Haupteingang, okay. Stimmt, da war ja der Brunnen. Main Entrance, genau. Also da ist der Haupteingang vom Krankenhaus. Da bin ich gerade eben noch gelaufen. Da hinten steht mein Fahrzeug. Und meine Ausdauer ist weg. So, mal kurz daherlegen. Ja, okay. Jetzt haben wir ein bisschen was vom Krankenhaus gesehen. Man hat auch ein bisschen gesehen, welchen Loot das man hier bekommt, ne? Es sind jetzt gerade nicht ganz so viele Zombies da. Bis auf die paar, was vorhin hier waren. Ich dachte, ich würde da stehen, irgendein Getränk oder so. Ja, auf alle Fälle ein schönes Gebäude. Könnte vielleicht jetzt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es jetzt so geeignet ist, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man hier auch gut PvP machen könnte. Man hat einige Ecken zu verstecken, wie gesagt, ich war vorhin am Dachboden oben. Man hatte gesehen, wo man sich da überall verstecken kann am Dachboden, ne? Ja, okay, gut. An der Stelle sage ich das schon mal. Danke fürs Zusehen, ne? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und vielleicht gibt es jetzt wieder gleich bald ein bisschen mehr Material insgesamt zum Aufnehmen. Zumindest schwirrt mir da schon wieder ein bisschen was im Kopf vor, jetzt wo ich das sehe.
Habt ihr wieder was in Gedanken? Wie gesagt, es gab da noch zwei andere Videos, wo ich so eine Mini-Geschichte, Anführungszeichen, es ist nicht wirklich eine Geschichte, wo ich so ein Mini-Filmchen gemacht habe. Ich sage immer Mini-Filmchen dazu, auch wenn es keiner ist. So mit dem Herrenhaus, genau so hieß es, mit dem Herrenhaus aka Museum, mit der Halloween-Hütte. Und vielleicht mache ich sowas auch jetzt dann bald demnächst mal mit dem Krankenhaus. Vielleicht mit ein paar Effekte einbauen und hin und her. Aber ja, sehen wir ja dann alles noch, ne? Also an der Stelle wünsche ich euch, ja, einen schönen Dienstag. Wir haben es jetzt genau 7 vor 4. Also 4 Uhr morgens, ne? Und ja, also, ja, schönen Tag noch. Wunderschönen guten Morgen. Und bis dann. Haut rein. Ciao, ciao. Bye.